lustigerweise, dass man immer sagt, der Heizmechanismus des Sternes ist die Kernenergie, ist gerade verkehrt, denn die Kernenergie ist gerade der Kühlmechanismus. Denn wenn die ausfällt, dann wird das Ganze nur noch heißer. Also wenn die ausgebrannt ist, was bei der Temperatur brennt, dann zieht sich das Ganze weiter zusammen, bis schließlich was Neues, so heiß ist es, was Neues zum Brennen anfangen kann und so weiter, bis man schließlich bei einem Eisenkern anlangt, der gar nicht mehr weiter brennen kann. Und dann, wenn der Stern groß genug ist, kommt der relativistische Kollaps, von dem ich vorher gesprochen habe.